Hallo Leute, ja, wir sind hier an unserer Baustelle, wo wir das irgendwie so mit dem Diagonaltunnel nicht hingekriegt haben. Das wollen wir in dieser Folge gucken, dass wir das so ein bisschen hier anders bauen, damit das vielleicht geht. Der Berg ist natürlich super toll im Weg da und so. Das ist schwierig, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das hinkriegen. Nach dem Logo gucken wir uns das nochmal genauer an. Ja, wir haben ja jetzt auf jeden Fall hier schon mal so, ne? Na, wie kriege ich denn jetzt das hier rotiert? Na, MN? Nee. Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall mit der Maustaste rechts und dann beide, ne? Beide Tasten gleichzeitig und dann geht's. So, das heißt, der fährt hier zwar raus, aber irgendwie fahren die hier nicht so lang, wie ich will. Diese Steigung ist auch viel zu groß. Das kommt noch dazu. Das heißt, eigentlich müssten wir mal schauen, dass wir erstmal hier was abbauen. So, das ist schon mal weg, ne? Das ist auch weg. So, jetzt sind wir auf einer Höhe, die einigermaßen ist. Jetzt würde ich tendenziell erstmal nochmal hier eine Weiche rausziehen. So. Und dann würde ich dort nochmal absenken. Das können wir ja komplett wegmachen erstmal. Oh, hat wieder gut geklappt. Nicht genug Geld. Unser Geld ist das Problem gerade. Dann kommt hier das Gleis schon mal so hin, dass es da runter geht. Und wieder kein Geld. Jetzt macht doch einer mal, dass es Geld gibt hier. Ist das denn mit der Schließung? Noch 70 Tage. Aber der hat doch gerade angeliefert, oder? Das muss doch jetzt hier langsam aufhören, oder? Okay, da gibt es schon mal wieder Sand weniger, ne? Ich glaube, das müssen wir hier oben, müssen wir die Kreuzung machen und dahin machen wir das irgendwie anders. So, voll die Miesen. Jetzt können wir gerade gar nichts machen. Irgendwo ist wieder ein unrentables Fahrzeug. Das ist auch mal schlecht. Lass uns mal schnell gucken, ob wir irgendwo so einen Superstau haben, dass hier kein Geld reinkommt. Das hatten wir ja letztens schon wieder, ne? Er sieht doch schon mal hier so aus, dass dem so ist, oder? Obwohl, ne, der fährt noch. Und dann werden die da gleich auch reinfahren, denke ich. Kann man hier noch Signale machen? Da wird das zum Beispiel gehen, ne? Da aber nicht. Und wenn du hier Signale machst, bringt es, glaube ich, nichts. Der Bahnhof ist einfach zu nah, ne? Okay, hier fahren sie aber noch, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, fahren sie auf der langen Strecke auch. Die hier hinten war die, ne? Ach so, hier hatten wir noch so ein Problem, ne? Glaube aber, naja, momentan steht da keiner. Aber das war hier zu dicht da dran, ne? Ich glaube, wenn man hier das Gleis ein bisschen anders zieht, dann kriegt man dieses Problem auch nicht. Und das passt schon wieder nicht. Nochmal das Ganze. Nochmal Gleise belegen. Hier nochmal rausziehen, aber nicht so weit. Und dann hier rum. Das mag er nicht, weil da schon das Haus ist. Das ist schon wieder doof, ne? Das heißt, das funktioniert schon mal nicht. Machen wir das Signal gerade weg. Komme ich denn hier so raus, dass das so wird? Ja, so müsste es sein. Aber da muss ich wahrscheinlich erst abreißen, um das hinzukriegen. Kann das sein?
Woran liegt's am Geld? Das heißt, hier muss auch noch kürzer. Oh, da reißt aber bis dahin den ab. Das will ich aber gar nicht. Komm, Geld reinkommen, jetzt, dass ich hier wieder was bauen kann. Das wäre doch genug Abstand, oder? 2900 haben wir jetzt noch nicht mal mehr, ey. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Jetzt bringt mal einer Geld hier rein. Ich glaube, wir müssen mal die Fahrzeuge alle kontrollieren. Da fahren wohl genug für nix rum, ne? Oh Mann, ey. Wieder eine Miesen. Ja, der fährt auch schon zurück. Das sind zu viele unrentable Fahrzeuge. Und momentan ist es ganz schlecht, dass wir keine Einnahmen haben, oder wie sehe ich das? Jetzt fährt da wieder einer. Gleich kommt da auf der anderen Seite schon einer, denke ich. Jetzt mal bitte hier. Kann mal einer Geld reinbringen? Sieht gerade mau aus. Kann ich hier einen Kredit aufnehmen? Kann ich. Gut. Oh, jetzt habe ich hier die falschen Tasten erwischt. Sonst shit auch noch. Weiß nicht, ob das besser ist. Ich muss es einfach jetzt bauen, das ist der Unterschied. Und hoffen, dass die jetzt fahren. Und hoffen auch, dass die aneinander vorbeifahren. Aber eigentlich sieht das jetzt besser aus, oder? Machen wir so. Ach, ich glaube, hier wieder die falschen Signale gebaut, sonst shit. Kann man bestimmt noch ändern, ne? So, da sollte es ja passen, ne, oder? Hier ist Blödsinn, so viele Signale zu haben, aber ist jetzt erstmal egal. Was macht's Geld, das ist die Frage, ne? Oh, jetzt können wir hier richtig Geld was tilgen. Dann machen wir das auch nochmal. Jetzt kommt Geld rein. Ja, Zinsen, wie viel sind es denn? Kreditzinsen hier, 9.000, obwohl das geht, ne? Braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Gut, wir müssen aber da hinten wieder hin. Schauen, dass dieser komische Knoten hier besser wird. Ja, ist nichts Dolles hier. Vielleicht sollten wir doch Geld aufnehmen, damit wir den Knoten fertig bauen können. Nee, da wollen wir jetzt nichts. Da holen wir jetzt hier das Werkzeug raus und ziehen das nochmal weg. Ja, oh, geht wieder nicht, weil zu wenig Geld wahrscheinlich da ist. Ne? Genau so sieht's aus. Ah. Also Landschaftsgestaltung ist teuer. Ja, wir können das erstmal komplett wegmachen, ne? Nützt nichts, ey. Ich mache das jetzt so, damit ich hier endlich vorankomme. So sieht's, glaube ich, gut aus, oder? So, China. Der kommt da noch nicht mal passend raus, sonst shit. Ah, da ist sowieso gerade keiner da. Dann können wir das Stück gerade abreißen. China.
Die treffen sich hier noch nicht mal. Noch besser, wa? Oh Mann. Weg damit. Dieses auch weg. Das geht auch nicht. Ist das schäbig? Auf ein neues. So, das hat jetzt geklappt. Das klappt wieder nicht. Aber warte mal, das liegt daran, dass wir kein Geld haben. Da müssen wir gerade Geld abwarten. In der Hoffnung, dass da was kommt. Wird aber gerade weniger anstatt mehr. Jetzt nimmt es wieder zu. Hält sich gerade die Waage. Fünftausend. Viertausend. Drei. Zwei. Gleich nur noch eins. Ja. Dann sind wir wieder mit Minus. Komm hier, zack. So lange will ich jetzt nicht warten, dass das nicht klappt. So, die werden beide da angefahren. Das ist auch alles okay so. So, dieses Gleis ändern wir jetzt. Das können wir hier auf jeden Fall auftrennen. Und wir werden hier von hier aus weitergehen. Ah, das ist auch wieder, nee, das machen wir erstmal nicht. Das ist hier wieder doof. Das heißt, das muss auch wieder abgerissen werden erst noch. Und wir arbeiten uns hier wieder runter. Müssen wir wieder Landschaftsbewegungen machen. Achso, hier ist noch ganz viel, ne? Das was weg muss. Geht wieder wegen Geld nicht. Gut. Geht. Geht. Und da lassen wir erstmal so, oder? Schiene. Hier raus. Und dann hier hoch. Passt. Und das ist so. Und dann hier rüber und da rein. Nee. Doch, passt. So. Das haben wir schon mal geschafft. Ist das so gut? Ich glaube schon, ne? Mach den jetzt mal hier noch hin. Selbst das Signal können wir nicht mehr bezahlen, aber ist egal, wir nehmen Kredit auf. So, jetzt passt das schon mal. Und das muss so sein. Und hier muss auch so sein. Hier so bitte. Hier so. So, nächster Schritt ist jetzt hier das besser zu machen. Dieses hier ist auch schon wieder nicht gut gelaufen, ne? Wann kommt hier der nächste Zug?
Auf jeden Fall noch nicht in der Nähe. Das bedeutet, wir nehmen jetzt dieses Gleis hier gerade weg. Und Geld müssen wir schon wieder aufnehmen. Machen wir gerade schnell. So, und dann werden wir auch dieses Gleis so bearbeiten, dass das so ist wie das daneben. Das passt. Das passt. Und das machen wir auch so. Und dann das Gleis wieder her. Und das kann jetzt einfach da so runter, oder? Natürlich nicht genug Geld jetzt hier wieder. Ist klar. Das heißt nochmal leihen. Dann müssen wir es nachher irgendwann abbezahlen. So, das ist erstmal gut, oder? So, und dann müssten wir hier raus. Das ist schon mal gut. Okay, das hier ist noch schlecht. Der verliert hier zu viel an Geschwindigkeit. Das heißt, hier wieder leider aufschütten. Bis dahin und gut ist. So, und dann das Gleis dahin. Ich leihe noch mal ein bisschen was. Und dann bis dahin. Aber hier ist auch wieder doof, ne? Aber können wir jetzt nicht ändern, ist so. So, und dann haben wir hier. Das gefällt mir auch wieder nicht hier. Eigentlich müssten ja Signale irgendwo stehen. So. So, das muss da stehen. Und das muss da stehen. Und das muss da stehen. Das kann so bleiben. Hier müssen immer zwei Signale frei sein, genauso wie hier. Das heißt hier. Warte mal. Das erste Signal muss ein Vorsignal sein, damit er weiß, das muss auch grün sein. Wenn die beiden grün sind, dann kann er weiterfahren. Geld fehlt. Nochmal gerade ein Credo aufnehmen. So passt's, oder? Ich glaube schon. Das muss so. Und das muss so. So, der kommt, hat hier ein einfaches Signal. Oh. Ne, das ist ein Doppelsignal. Das heißt, er guckt, ob das zweite grün ist. Wenn das grün ist, dann kann er. Der guckt, ob das zweite grün ist, dann kann er. Der guckt, ob das zweite grün ist, dann kann er. Ich glaube, das hat jetzt geklappt hier soweit. Jetzt müssen nur noch Züge kommen und da langfahren, ne? So, und jetzt haben wir hier Probleme mit dem Geld. Also hier hinten. Können wir es lassen, oder? Was macht die Hütte hier? Okay, das haben wir verhindert, dass die geschlossen ist. Das ist schon mal etwas, ne? Jetzt müssen nur ganz viele Züge kommen, die da was hinbringen, ne? Aber ist keiner da, oder? Ja, wir haben einen Super-GAU hier wieder. Keine Ahnung, warum hier wer nicht fährt. Hier funktioniert irgendwas nicht. Hier ist irgendwas schlecht am Laufen. Aber wie kriegen wir es anders hin? Das ist die Frage, ne? Ja, das wird die nächste Aufgabe sein, hier dieses Mal heile zu machen, damit die fahren. Anders geht's nicht. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.